Meinsen zu einer neuen Folge von Evonent. Und wir sind jetzt letztens in der Hafenstadt hier angekommen. Dann wollen wir mal uns ein bisschen rumgucken. Als Frau eines Seemanns braucht man Geduld. Und das darf sich nicht zu viele Sorgen machen. Vor allem bei den vielen Geschichten, die die Leute über die verfluchte Insel erzählen. Ja, schön für dich. Junge, was bist du für ein Leistungssportler? Also in deinem Kopf hast du schon mal nichts. Noch den ganzen Tag lang ganze Kisten und Fässer zu stemmen, ist anstrengend, aber lukrativ. Ja, das sehe ich genauso. Tür hier mal auf. Ne, oh, schade. So. Seeleute sind sehr abergläubisch. Hört euch bloß an, was sie über die verfluchte Insel sagen. Sie glauben, dass der Geist des grausamen Piraten Robots dort lebt. Niemand weiß, ob es ihn überhaupt gegeben hat. Also, sein Geist. Gehen die? Das Leben auf See ist kein Zuckerschlecken. Am Land ist es aber noch schlimmer. Immerhin ist der Captain nicht hier, um uns im Auge zu behalten. Na, das stimmt. Dieser letzte Sturm hat noch mehr Fluten ausgelöst. Mit jedes Jahr wird es schlimmer. Wenn das so weitergeht, wird der Hafen noch ganz im Mittelmeer versinken. Tja, was dort Land ist. Endlich eine kleine Pause. Der Captain lässt uns schinden. Aber Seemann zu sein, ist eine Stimmung. Das offene Meer ins Unbekannte zu segeln, das ist das ganz große Abenteuer. Und da bloß nicht so viele Planken zu schrubben, Segeln zu bergen und Taue zu reparieren werden. Tja, bist doch am Arsch, ne? Ich bin hier am einem... Ne, so schreiben wir nicht. Ne. Wie sieht der Typ denn aus? Illuminati. Confirmed. Hat das Auge da oben so. Ich bin hier, um an Bord zu gehen. Doch der Captain weigert sich auszulaufen. Auf dass der Zorn der Großzerstörers ihn niederstreckt. Also nachdem wir angekommen sind, meine ich natürlich. Unterwegs wäre es mir lieber, wenn nichts passieren würde. Wenn ihr in See stechen wollt, müsst ihr den Captain fragen. Er entscheidet, wann wir auslaufen und wohin wir segeln. Vorerst darf der Hafen nicht verlassen werden. Ich habe ein ungutes Gefühl und ich habe fast immer recht. Muss der Geist der berüchtigten Piratenrover sein. Ich sage euch, diese vor der Küste ist verflucht. Diese Insel vor der Küste ist verflucht. Wenn ihr auslaufen wollt, müsst ihr euch eine Erklärung zur höheren Gewalt von jemandem im Händlerrat erholen. Ohne rühre ich mich nicht von der Stelle. Und Genua sollt ihr sowas klar machen können, wenn ihr ein bisschen sucht. Aber bewilligt wird es nicht. Händler sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie Sachen verschenken. Ach, tritt mir noch hier ein Schienbein. Okay, hier können wir nicht anfangen. Da würde ich mal sagen, auf in Genua. Da ist unser Springfeld. Ich habe 5 Kilometer gelaufen. Oh Gott. Komm, geh rein. Lauf, 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 lauf. Hi. Ich laufe hier einfach hin. Nicht schlagen. Händler und Anhänger, Händler und Anhänger. Tag ein, Tag aus sehe ich nichts als Händler und Anhänger. Das ist doch verrückt. Sind wirklich alle Händler oder Anhänger geworden? Gleich betretet ihr Genua, die großartige Hauptstadt des Handels. Sorgt dafür, dass ihr keine Dummheiten macht, dann sorgen wir dafür, dass ihr in Sicherheit seid. Ja, ist okay. Hey, Pippe. Du sollst mit mir reden. Du sollst mit mir reden, wenn ich gleich einen Kuss gebe. Ihr seid gerade erst nach Genua gekommen? Stimmt's?
Man erkennt an euren Sonnenbräune, dass ihr so viel Zeit im Freien verbracht habt. Gnor schützt das meine empfindliche Haut vor den schädlichen Strahlen der Sonne. Dafür bist du den ganzen Tag dreckig wie Sau. Hi. Kann man bei euch einkaufen? Oh, eine Super Mario Pflanze. Wie heißen die? Schnapper? Keine Ahnung. Um Himmels Willen, Marion! Ah, nee, schon. Um Himmels Willen, Marion! Habe ich nicht tausendmal gesagt, dass ihr die Laken nicht knittern sollt? Armes Mädchen, absolut kein Sinn für Perfektion. Oh Gott, noch so eine. Die große Zerstörung verlangt nach Perfektion. Und ich diene dem Propheten, der den großen Zerstörer vertritt. Ja, du kannst mich am Arsch lecken. Die gnädige Frau ist so anspruchsvoll, dass ich vor ihr mehr Angst habe als vor den großen Zerstörer. Ich bin noch nicht mal sicher, ob er überhaupt existiert. Bei der gnädigen Frau könnte ich mir da gar nicht so sicher sein. Ich habe ganz ohne Absicht gefrevelt. Ich flehe euch an, bitte liefert mich nicht an den Anhänger aus. Oh, jetzt hat sie Angst. Die hat gerade aus dem Mund geleuchtet. Keine Angst. Hey, Zombie! Herr Schlamassel, seid ernsthaft? Seid gegrüßt, Burger. Was kann ich für euch tun? Wer seid ihr? Ach, ich bin nichts weiter als ein bescheidener Händler aus einer langen Reihe von Händlern. Mein Großvater übte bereits zur Zeit des Kaiserreichs den Beruf des Kaufmanns aus. Er war ein echter Held, derjenige half, der im Krieg nach Genua hinein oder von dort weg wollten. Er hat viele Leute einen Gefallen getan und sein Geld mit harter Arbeit verdient. So wurde das Haus Nebelhorn geboren. Eine recht schöne Geschichte, findet ihr nicht? Was kann ich für euch tun? Die große Katastrophe ereignete sich vor 60 Jahren am 50. Jubiläum des Sieges des Kaiserreichs über die Dämonen. Niemand weiß genau, was passierte, außer dass eine gewaltige Explosion den südlichen Teil des Kontinents ausradierte. Auch Genua kann nicht ganz ungeschoren davon, und das Chaos der Folge führte schlussendlich zu Untergang des Reiches. Zum Glück waren die Händler da, um die Ordnung wiederherzustellen. Was kann ich für euch tun? Oh Gott. Also wir könnten jetzt die ganze Geschichte durchgehen. Ich trinke aber vorher mal einen Schluck. Oh Gott. Händler. Nach der großen Katastrophe waren mein Vater und seine Händlerfreunde für das Kaiserreich die Rettung. Sie gründeten den Rat, der die für Genuas Überlebten nötig Maßnahmen einleitet. Herrgott, hör auf, so geschwollen zu reden. Bei all dem Chaos musste jemand schnell handeln. Die Miliz wurde gegründet, um die Armee zu ersetzen. Das alte kaiserliche Steuersystem wich ein fairen System. Sie gaben den Leuten ihre Freiheit wieder. Seitdem stehen es allen Bürgern frei, Handel zu betreiben und reicher zu werden. Selbstverständlich werden alle Händlersöhne selbst Händler, aber immerhin stehen die Chancen allen offen. Was kann ich für euch tun? Das Mack. Smug. Die Explosion des großen Katastrophen. Ich kann nicht so viel hintereinander lesen. Die Explosion der großen Katastrophe hinterließ ein klaffendes Loch, das mit einer merkwürdigen Substanz gefüllt war. Da niemand genau wusste, worum es sich dabei handelt, nannten die Leute es Smog. Unsere Wissenschaftler fanden bald heraus, dass sich der Smog als Energiequelle verwenden ließ. Die Händler erhoben Anspruch auf den Monopol, Smog zu kaufen und zu verkaufen und errichten die Smog-Line. Oh Gott. Um ihn nach Genua zu transportieren. Seitdem wird alles hier mit Smog betrieben und jedes Mal, wenn jemand welches verbraucht, fließt noch mehr Geld in die Taschen des Rates. Ist Technologie nicht wunderbar? Was kann ich für euch tun? Was mit dem Boot?
Ihr wollt also zur verfluchten Insel? Das ist ein merkwürdiger Ort. Ich an eurer Stelle würde mich davon fernhalten. Aber wie ihr meint, ihr braucht nichts weiter als eine von mir unterzeichnete Erklärung zur höheren Gewalt, um in sie zu stechen. Natürlich nicht unentgeltlich. Habt ihr etwas, das ihr handeln möchtet? Zucker. Was um alles in der Welt ist das? Warum sollte ich das wollen? Weil es vielleicht wertvoll ist. Hier ist rote Pampe. Grüne Pampe. Angelegte Süßigkeit hat man schon. Treueabzeichen. Oh. Ach. Das ist eins der Abzeichen meines Großvaters. Ich dachte, die wären alle in der großen Katastrophe verloren gegangen. Sie haben ausschließlich ideellen Wert. Überlasst es mir im Austausch für einen Geleitbrief. Ja. Danke. Hier bitte, wie versprochen. Ich dachte, das Ding wird niemals zu nützlich werden. Ein Geleitbrief. Captain Schubitz wird euch mit Kuss Hand an Bord nehmen. Ich weiß zwar noch nicht, was wir bei der Insel wollen, aber... ich komme so allmählich weiter. Die große Katastrophe. Mein Dorf. Von Smog verschlungen. Und seht euch an, was aus Genua geworden ist, Chicoria. Ist das wirklich unsere Zukunft? Er hat keine Dämonen erwähnt. Sie müssen sich irgendwo verstecken. Ich kann nicht glauben, dass sie sich alle in Luft aufgelöst haben. Das ist nicht das größte Problem hier. Mein Dorf, meine Eltern, alle verschwunden. Chicoria, wir müssen diese große Katastrophe verhindern. Ah, ich verstehe eure Angst, Fräulein Froschi. Wenn es jedoch tatsächlich möglich ist, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, dann sollten wir mit der Rettung meines Volkes anfangen. Das lässt sich nicht ändern, Manfred. Die Niederlage der Dämonen ist Geschichte. Ich habe über sie in der Schule gelernt, sie ist Teil der Vergangenheit. Doch was hier geschehen ist, das ist noch nicht passiert. In eurer Vergangenheit vielleicht, Fräulein Froschi. Für mich ist eure Gegenwart aber meine Zukunft. Was aus dem Kaiserreich wird, das geht mich nichts an. Ich will, dass mein Volk am Leben bleibt und nicht von unseren Feinden ausgelöscht wird. Aber wenn das Kaiserreich die Dämonen nicht bezwingt, dann können sich alles ändern. Was ich damit sagen will, vielleicht würde es mich gar nicht geben. Es ist einfach zu riskant. Und was ist mit den Leuten, die hier und jetzt leben? Vielleicht verschwinden sie auch, wenn ihre Vergangenheit verändert wird. Macht euch das gar nichts aus? Aber wer weiß denn schon genau, was geändert werden kann und was nicht. Vielleicht existiert das alles ja schon. Vielleicht sind wir ja schon hergekommen, haben das alles getan. Und egal, was wir machen, nichts lässt sich ändern. Wisst ihr was, Manfred? Ich weiß es einfach nicht. Aber zumindest werde ich probieren. Mehr können wir nicht tun. Was ist mit euch, Chicoria? Glaubt ihr, wir können die Zeit beeinflussen? Nö. Ihr seid beide solche Pessimisten. Sorry, aber ich mag das nur zu sagen. Und wenn wir könnten, was glaubt ihr, sollten wir ändern? Der Sieg des Kaiserreichs, die Kurzhose, beide... Nein. Beides, wenn schon. Danke, solltet schnell. Ich wusste, dass ich auf euch verlassen ist. Na klar, wenn man was verändern kann, dann schon beides. Ich meine mal, eine ganze Rasse ausmerzen. Ich meine, selbst, es ist immer so eine scheiß Sache von wegen hier. Das ist so, dieses Schwarz gegen Weiß. Nazis gegen Afroamerikaner, so ein Scheiß. Jetzt mal ernsthaft. Also ich meine, das ist mit Dämonen und Menschen und Magier. Herrgott nochmal. Ihr seid alles denkende, lebende Wesen. Man kann sich das... Oh. Seid ihr sicher, Chicoria? Ziemlich riskant. Könnt ihr das Gleichgewicht der Welt aus dem Angeln heben? Und? Es kann aber... Es heißt, es ändert sich. Nicht, dass es schlechter wird. Nicht, dass es besser wird. Nur, dass es sich ändert. Probieren kann man es, oder? Ja. Wir müssen aber trotzdem den Rat der Geschichte zurückdrehen können.
Ich weiß nicht, worauf ich hoffen kann oder darf. Als allererstes müssen wir einen Mifflin finden. Da bin ich komplett eurer Meinung, Manfred. Lasst uns zur Bibliothek gehen und Informationen ausgraben. Ich habe das Gefühl, dass wir so herausfinden, wo es einen Mifflin gibt. Habt ihr das gehört, Chicoya? Brechen wir auf. Wir auf. Und deswegen brauchen wir das Boot, weil es auf dieser komischen Insel diesen scheiß Mifflin gibt. Wetmore, ich habe schon alles getan. Da, oh Gott. Ja, ich spring's halt. Ja. Lasst mich passieren. Ich trainiere. Ich muss stärker werden, wenn ich die Alpha erklimmen will. Und nur so wird man Schüler. Ja, dann viel Spaß. Ah, hier kommt man in jedes scheiß Haus rein. Nicht interessant. Was bist du? Ich kann meine Bibliotheksschlüssel nicht finden. Einfach nicht finden. Und dabei bin ich mir sicher, dass ich ihn hier gelassen habe. Ich muss ihn unbedingt finden und meine Recherchen über die Wissenschaftler erklären für die Machtstellung von Händlern im ökonomisch-religiösen System einer postkatastrophalen Gesellschaft fortsetzen. Und wo ist Mimi? Sie ist wohl noch bei ihrem Freund. Also solange sie keinen Unfug macht und mich arbeiten lässt, wo ist bloß dieser verdammte Schlüssel? Ich will dich nicht wieder ansprechen. Lass mich raten, den hat Mimi, sitzt in der Bibliothek und freut sich des Lebens, dass sie mal in die Erwachsenenabteilung kommt, mit ihren 15 Jahren, und den Aufbau des Körpers feststellt. Ich meine, selbst Mädchen sind versaut, also von daher. Diese Tür ist verschlossen. Willkommen bei der Post. Sind euch die Rohre draußen vor Genua aufgefallen? Mit ihnen wird der Smog verpumpt, der uns mit Energie versorgt. Woraus besteht Smog? Ich weiß nicht. Warum? Glaubt ihr, ihr könnt gefährlich sein? Gas vielleicht? Ihr da! Heute ist euer Glückstag! Ihr habt gerade dieses Juwel von einem Haus gewonnen. Es zu beanspruchen ist keiner leicht. Sagen wir, das Kind 100.000 G hat jedenfalls meine bescheidenen Verkaufspreise. Nun, was sagt ihr? Piss dich, Alter. Ich muss sagen, ihr gefällt mir, deshalb werde ich euch keine Mühe scheuen und euch ein reduziertes Angebot machen. 5.000 gilt mein letztes Angebot. Nun, was sagt ihr? Nein. Ihr seid zäh beim Verhandeln. Also gut, 500 gilt im Bau voraus. Nein. Wenn ihr pleite seid, hättet ihr das gleich sagen sollen. Ich bin ein vielbeschäftiger Mann. Wer haben wir denn eigentlich? 600. Ach, warum nicht? Nee, Leute, jetzt euer Glückstag gewonnen. Nein. Ja. Ah, danke, danke, vielen Dank. Ich bin hoch erfreut, es loszu. Ich meine, dieses entzückende Domizil an euch zu verkaufen. Viel Spaß in eurem Zuhause. Gefunden, den Schlüssel zu eurem Haus. Ein Schlüsselanhänger wäre vielleicht eine gute Idee. Ein Schlüssel? Hat doch gesagt von diesen Juwelen. Ich dachte, ich krieg jetzt einen Stein. So, wo ist das Haus? Oh, hier, McDonald's. Hat der Chef gemacht oder was? Willkommen bei McDonald's. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren gesundes Essen für Feinschmecker an. Mein Urgroßvater gründete dieses Restaurant und es wurde schnell zu einem der besten Speiselokale in ganz Genua. Er ist ein echter Familienlegende. Ja klar, wisst ihr, was der verkauft hat, Alter? Essen von vor Tagen. Man konnte froh sein, wenn es auch ungefähr frisch war, ey. Unglaublich, dieses Essen ist fantastisch. Meine Frau und ich könnten regelmäßig hier. Wir kommen regelmäßig hier. Oh Gott. Schatz, liebst du mich? Nee. Sein Gesicht ist puderrot und er kann kaum sprechen. Ich hoffe, er hat nicht zu scharfes gegessen. Hinreißend, wie geprächtig er aussieht.
Ich brauche schon seit Monaten, um Flora in diesem Restaurant auszuführen. Ich würde ihr so gerne sagen, was ich für sie empfinde, aber ich kann einfach nicht. Hallo zu meinem Magier. Hahaha, gar keine Frage. Es ist schön, etwas anderes als Lagerverpflegung zu essen. Ein Glück, dass ich befördert worden bin. Sonst würde ich nach wie vor mit den anderen Idioten essen. Oh Gott. Guckt mich an, ich wurde befördert. Okay, da suchen wir mal in der neuen Folge unser Haus. Wir haben 20 Minuten. Und die Stadtrundfahrt geht natürlich noch ein bisschen weiter, weil ich will noch in die Bibliothek und so weiter. Weil ich will jetzt nicht gleich zu den Typen hinfahren und sagen, hier komm, geh mal auf die Insel, weißt du, und etc. etc. Und darum würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.